Weihnachtliche Klänge ertönten am 17. Dezember im Foyer der St. Eugene AG im Rostocker Stadthafen. Viermal im Jahr finden hier die sogenannten Cento-Konzerte statt. Junge Talente der Young Academy Rostock stellen dabei ihr musikalisches Können unter Beweis. Passend zum Advent wurden diesmal zahlreiche klassische Weihnachtslieder gespielt. Etwas ganz Besonderes für uns, also für diese Konzerte uns ausgedacht. Etwas, was diese Konzerte wirklich von allen anderen Jaro-Konzerten unterscheidet. Wir haben hier bei jedem Konzert ein neues Gesicht, also jemanden, den wir gerade aufgenommen haben. Heute ist die jüngste Künstlerin 9 Jahre alt und wir haben immer eine aus unseren Alumni. Also ehemalige Schülerinnen, Schüler, die jetzt Vollstudenten sind und die uns dann Auskunft geben, wie es denn weitergegangen ist. Als Neuzugang präsentierte sich bei diesem Konzert Luisa Cordes aus Kiel, die für jeden Auftritt mit der Young Academy Rostock den weiten Weg auf sich nimmt. Für die junge Musikerin war das Cento Christmas Concert ihr großes Debüt. Von den Absolventen der Jaro war die Sängerin Maxi Mäder dabei. Mit 14 Jahren war sie der Akademie beigetreten. Inzwischen studiert sie an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock Gesang. Von ihrer Interpretation von Bachs Arie »Schafe können sicher weiden« war das Publikum absolut begeistert. Es ist ein Kunstgenuss. Ich finde, es ist auch eine Verantwortung der jungen Künstler gegenüber, ihnen die Chance zu geben, ihr Talent zu zeigen. Und zum anderen ist es auch eine Verantwortung, um zu signalisieren, dass wir in die nächste Generation investieren. Deswegen ist es für uns als Unternehmen eine große Freude, interessierte Gäste zu haben und so tolle Künstler hier zu haben. Fast 200 Gäste waren der Einladung des Biotechnologieunternehmens zum Weihnachtskonzert gefolgt. Und auch für das kommende Jahr sind die klassischen Konzerte der Young Academy im Foyer der St. Eugene AG schon eingebucht.